Ja, servus CWA-Freunde. Es ist mal wieder Zeit für den Cast. Ich werde ja oft danach gefragt, nach 2 gegen 2 spielen. Das ist gar nicht so einfach, denn es ist wirklich nicht einfach, da ordentliche Replays zu finden. Deswegen einfach mal wieder ein Spiel von mir selber mit meinem Mate, der gute Egon, der mich hier auch bei dem Cast unterstützen wird. Sag hallo, Egon. Hallo. Servus. Ja, unsere Gegner gar nicht mal so unbekannt. Kollege Fahu kennt man, denke ich. Ja, der ist auch öfter in seinem Livestream zu sehen. Der Stormless, den kennt man aus den ESL-Turnieren. Der hat ja immer hier mit, ich weiß gar nicht, wie der andere Kollege hieß. Jedenfalls hat er immer die ESL-Turniere gecastet, auch aus dem ESL-Studio teilweise. Von daher kennt man die, die sind auch relativ hoch gerankt, sind jetzt nicht unter den Top 100 oder so, aber auf jeden Fall sehr, sehr ordentliche Spieler. Von daher schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Ich würde sagen, ich zähle runter. 3, 2, 1 und los. 11, 12, 13. Ein bisschen Ja. so machen, ich schaue ein bisschen in Alice zu, dann kannst Genau. Ja, wir spielen Doppel-OKW, da haben wir uns momentan so ein bisschen drauf eingeschossen. Vorteil davon ist halt einfach, dass das Early Game sehr, sehr stark sein kann von Doppel-OKW, einfach wegen den Sturmpionieren. Da schafft man es dann halt einfach oft, wenn man auf beide Fuels pusht, dass man die tatsächlich auch gehalten kriegt oder zumindest einen gehalten und den anderen zumindest mal dem Gegner verwehren kann. Und vor allem ist es gegen Doppelbriten, ist Osther nicht spielbar im Turnier. Wir haben es lang probiert Ja. mit Osther, es funktioniert einfach nicht gegen Briten, einfach zu schwach. Ja. Ja, die Infanterie ist für den Arsch und MGs und Sniper kann man irgendwann nicht mehr am Leben erhalten, wenn Mörser, Landmatratze. Bofor, Landmatratze und Co. auf dem Feld sind. Von daher finde ich auch tatsächlich jetzt momentan im aktuellen Patch Doppel-UKW stärker. Ami, muss ich erstmal sagen, ich kann zwar verstehen, wieso er sich nicht für eine Doktrin entscheiden will, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, als Amerikaner immer sofort Panzerkompanie zu gehen gegen OKW und dann sofort einen Angriffspionier zu meinem Rifle dazu zu spielen, weil man so den Sturmpionier immer besiegt. Ja, das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man das Early gegen den Sturmpionier tatsächlich gewinnen kann. Allerdings ist das auch keine sichere Sache, weil wenn du den Kübel dabei hast, kannst du die in der Gegend rumpushen, so wie du es jetzt, glaube ich, auch machst, oder? Ja. Zumindest Nee, probierst. ich spiele eine Mauer. Aber der Angriffspionier macht so viel Schaden gegen den Kübel, weil er diese Grease Guns da hat, also diese Maschinenpistolen, dass man echt aufpassen muss. Weil wenn man nicht Full Health reingeht beim Pushen gegen den Angriffspionier, kriegt man auf die Fresse. Ja, du musst halt dann sofort mit deinem Sturmpyro den Angriffspionier fokussen und mit dem Kübel den Rifle in der Gegend rumpushen, dass der nicht schießen kann, dann funktioniert das. Aber es ist auf jeden Fall sportlich. Ja, auf meiner Seite, ich habe da die Trupps hier mal so vertrieben und habe jetzt hier Ruhe, weil. Und du wirst gedoppelt auf deiner Seite. Schön für mich auf jeden Fall. Aber haben sie auf jeden Fall als Alliierte gut gemacht, weil du musst dann den einen doppeln. Ja. Viele nicht so gute Spieler, wenn man da kurz doppelt, die denken dann, sie müssen die Stellung halten und verlieren alles, weil du gegen zwei Spieler halt sowieso keine Chance hast. Ich bin ja der Meinung, gegen Doppel-OKW, die hätten sofort doppeln müssen. Also gar nicht erst versuchen, auf meine Seite zu pushen, weil das klappt halt nicht. Also, wenn du getrennt, dann passiert halt genau das, was ihnen jetzt auch passiert ist. Die verlieren beide Fuel-Punkte. Das ist ja gerade die Stärke von Doppel-OKW. Also wenn man Ja, das sieht, muss man eigentlich sofort doppeln, finde ich. oder man bringt halt echt den Angriffspionier. Weil jetzt haben sie halt das Problem, ich habe meine Seite gehalten und kann jetzt halt auch in die Mitte pushen und jetzt haben sie halt gar keinen Fuel. Also den einen erobern sie gerade, aber sie hatten ihn jetzt erstmal halt gar nicht. War das dein Kübel?
oder Erster Weg, meiner? der Ah ist ja, wieder war deiner. rumgebuggt und so einen Kreis gefahren. Aber dafür macht der Russe jetzt einen Fail, weil er in der Mitte microt, das sieht man jetzt, der geht weg bei dir in der Mitte und lässt sich dafür jetzt den Konstrukt gucken. Ja, sein Problem war auch, dass ich da eine Mine gleich hingelegt hatte und da ist er natürlich gleich fröhlich reinmarschiert. Jetzt zieht sich sein Trupp natürlich ein bisschen unglücklich zurück durch die Mitte. Aber ich setze gar nicht nach, weil ich auf den Ami pushe. Hätte ich noch einen Fuck abgreifen können eigentlich. Der Ami bringt jetzt Lieutenant. Also ich muss ehrlich sagen, also jetzt wo wir auch so viel Tun-Tu gespielt haben und wir haben auch öfter mal US gespielt, ich weiß nicht. Also der Lieutenant, ich weiß nicht. Der Steward ist irgendwie immer die bessere Wahl, weil Naja, der einfach Lieutenant Ami. Tech finde ich auch für den Arsch, ganz ehrlich. Flak HT ist schon geil, aber das ist halt offensiv gar nicht zu gebrauchen und ich weiß nicht. Ja, was ich ganz gut finde oder was ganz gut sein kann, ist, wenn man den Lieutenant dann später nachtaggt. Aber hier sofort, also was soll das bringen? Das läuft nicht. Vor allen Dingen, was ich hier abziehe, ist halt eigentlich ziemlich lame. Ich habe jetzt halt fünf Volksgrenadiere. Ja. Und. Aber Nein. was ich. Ja, ich meine, warum Der nicht? Sowjetspieler, der hätte jetzt schnallen müssen, dass A-Spiel Inf kommt, eine Pack raushauen, auf den T-70 verzichten, den US-ler die Early-Fahrzeuge machen und dann noch einen Sniper oder zwei Sniper nachbringen, weil dagegen hat das UKW, Doppel-UKW solche Probleme und kommt überhaupt nicht dagegen klar. Was halt ganz cool ist, dass ich jetzt halt auf meiner Seite hier gemütlich hier alles verminen kann. Und das ist halt, finde ich, einfach auch die Stärke von Doppel-UKW. Es macht einem halt das Leben wirklich um einiges einfacher, wenn du das Early Game halt einfach gewinnst. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch. Hat der US-ler ziemlich gut meinen Sturmpionier rausgenommen, ist dann mit dem Tenant mit der Bar da hinterher gelaufen. Habe ich auch zu viel riskiert. Weil ein paar Fehler macht US-ler schon mal, wenn du oben an den Fuse schaust, hat er jetzt die ganze Zeit gegen Volksgrenadiere, die auf Long Range gekämpft. Das kann er halt nicht gewinnen. Ja, es ist. Die machen halt auch eigentlich immer noch den gleichen Fehler wie schon eigentlich von Anfang an. Die doppeln ja immer noch nicht. Also der Russe steht jetzt hier in der Mitte. Und der Ami versucht halt immer noch sein Glück hier auf deiner Seite und. Jetzt ist der Blob halt groß genug von Omni, jetzt schafft das halt auch. Ja, aber die hätten halt von Anfang an, denke ich, auf die Seite gehen sollen. Ja, und wir waren bei Doppel-OKW irgendwann entschieden, dass der Lux in 2&2 sowieso generell total für den Arsch ist. Und wir spielen auch nie mehr Lux, sondern wir spielen immer gleich den Puma. Weil der Lux stirbt einfach nur, wenn du nicht das absolute King-Micro hast. Sofort alles. Im 1-1 ist der voll geil, aber im 2&2. Ich weiß Er nicht, ist halt der weiß noch einfach. nichts. Ja, also so wenn der aufs Feld kommt, ist der schon gut und so. Nur halt ab dem Midgame ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig, den auch am Leben zu erhalten, finde ich. Und Puma ist halt gegen den US-Amerikaner halt bis ins Late Game zu gebrauchen, weil alles, was der an Panzern hat, außer jetzt vielleicht den Easy 8 oder den Pershing, kannst du halt einfach penetrieren mit dem Puma. Ja gut, in dem Fall hast du ja jetzt, denke ich, auch den Lieutenant schon gesehen. Es war ja klar, dass da jetzt ein leichtes Fahrzeug kommt. Und ich habe halt einfach null Anti-Tank, bis auf eine Schreck. Und daher war der Puma jetzt definitiv halt auch nötig, damit wir nicht jetzt überrannt werden von einem Impfblob supported mit einem leichten Fahrzeug. Was Ja mir auch gut. nicht beim Russen gefällt, seine Push-Richtung. Der pusht in der Mitte auf das Haus. Der hätte entweder ganz rechts auf die VP pushen müssen oder weiter links mit dem Amerikaner zusammen auf den Moon, um den zu halten. Weil wenn er jetzt hier vorpusht, Jetzt was hat er will auch er dagegen gleich wieder einen machen? Fuck kassiert. Ja, auf negativer Deckung. Das ist halt auch scheiße über die Straße. Ja, zu seiner Verteidigung muss man sagen, da steht ja da stand ja Deckung, die habe ich halt nur zerschossen mit dem Schreck und außerdem hatte ich sie zugewiert. Das hat er, glaube ich, nicht so geschnallt. Also da kann man sich schon hinstellen, in dem Fall halt nicht. So, jetzt ist der dieses Flakgerät Puma. da.
Ja, jetzt habe ich auch fehlerartigerweise meinen Kübel verloren, aber. Aber der geht ja immer raus. Ich finde, auf der Map braucht man ihn auch nicht so dringend. Im Early ist er halt geil zum Connecten und dann um Einheiten in der Gegend rum zu pushen. Aber danach braucht man ihn, finde ich, auf der Map hier nicht mehr. Jetzt sieht der Ami halt den Puma und jetzt weiß er schon, okay, mein Flakfahrzeug, damit brauche ich jetzt nicht mehr vorfahren. Ich muss jetzt die ganze Zeit die Infanterie davor halten, damit ich notfalls eine Antipanzergranate schießen kann, weil der Puma den mir sonst einfach rausnimmt. Aber ich finde, jetzt stehen sie ja in der Mitte relativ solide. Also die haben das Flak-HT, dazu noch ein Maxim, da kommen wir halt jetzt erstmal nicht ran. Warum der Typ jetzt allerdings Airborne gegangen ist, ist mir nicht so ganz klar. Also ich weiß nicht, warum er das macht. Was will er denn da draus jetzt haben? Hat er jetzt irgendwas, hat er jetzt Verstehe ich nicht so irgendwas ganz. abgeworfen? Also ich finde, Hat er irgendwas Airborne. gebracht jetzt da aus der Doktrin? Wirklich, ja. Ich glaube, er wird sich ein MG abballen oder so, weil er hatte dann Aber wozu denn, wenn der, also große der, Maxims hat. eben. Ja, vor allem Airborne ist irgendwie eh scheiße inzwischen. Der Airborne ist. Luftangriff ist noch ganz nice, es ist cool, eine Pack abwerfen zu können. Und wenn man jetzt wirklich unbedingt Lieutenant spielen will, dann passt das schon. Und die Fallschirmjäger sind auch mit den 1919ern echt nicht von schlechten Eltern. Ich denke, jetzt Aber. wird er sich hier erstmal eine Mine von mir einfangen. Aber so generell ist doch Panzerkompanie gegen Doppel-OKW oder gegen auch im 101 gegen OKW immer stärker. Weil der M10 einfach richtig reinhaut. Also ich habe absolut keine Ahnung, warum er das macht. Jetzt hat er sich eine Pack abgeworfen. Ich meine, klar, das kann man machen, aber. Man kann auch einfach Bars tacken, zwei Bars ausgeben und eine Bazooka. Weil Ich find's eine halt. Bazooka kann man schon mal ausgeben. Und dann ist der Puma gegen Bazooka, sackt der halt übelst ab. Ich Der find's ist halt richtig scheiße. generell gegen Doppel-UKW eigentlich unnötig, weil was für ein Fahrzeug soll denn da jetzt kommen? Also so early kommen keine Fahrzeuge. Also das Schlimmste, was Außer. jetzt da sein könnte, wäre halt ein Lux. Und ja, also ich meine, wenn der Russe. Du kannst ja mit einem Lux jetzt auch nicht einfach da wild reinfahren, weil du ja damit rechnen musst, dass der Russe halt Panzerabwehrgranaten hat. Ja, vor allem wenn du einen Steward gebaut hättest, dann könnte er sowieso nicht wild rumfahren. Eben, also ich fänd das viel sinnvoller, als Ami halt einfach, ja, halt Captain zu gehen einfach. Ja, ich muss jetzt schon sagen, von der Pack war ich jetzt schon überrascht, halt, dass er jetzt eine Pack hat. Weil damit habe ich halt nicht gerechnet, weil er ja den Ding hat. Aber ich weiß sowieso nicht, die SIS-Guns sind doch sowieso viel besser als die US-Packs. Ich muss mich gerade mal selber loben, weil ich gerade wirklich sehr schön den Nate gedodged habe. Das muss ich machen, solange es noch geht, weil ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, später ziemlich viel Infanterie verliere. Von daher muss ich die positiven Seiten jetzt noch kurz erwähnen. Ja, wir haben früher auch zu zweit relativ viele Games verloren, bis wir dann angefangen haben zu überlegen, was jeder gut kann. Und ich bin echt gut darin, viel Infanterie zu spammen und die nicht zu verlieren. Wobei ich jetzt eigentlich ziemlich viel Infanterie spamme. Ich glaube, ich Aber habe sogar mehr Infanterie als du. ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Volks. Achso, ja, nein, ich habe drei Volks und zwei Füsiliere. Ja. Ja, Ja, gut, ich bin im andererseits, Durchbruch. was willst du jetzt auch sonst machen, ne? Also. Ich bin im Durchbruch. Gang, einfach weil die Füsiliere sau stark sind und der Jagdtiger auf der Map einfach richtig geil ist. Vor allem wenn der Russe dann die ISU bringt. Ja, mein Infanteriegeschütz könnte ich mal ein bisschen weiter nach vorne ziehen eigentlich. Ich meine, Auch hier. es schießt, aber naja. Ja. Was suche ich denn da oben eigentlich? Ich setze mich da jetzt Was? ins Haus, keine Ahnung warum. Ach, du Ach willst so, die ich OKW dachte, dass abfangen? da das Flak halt hier jetzt mich jagen will, aber es passiert einfach nicht. Du hättest den OP abreißen können, weil die haben zwei Sprit-Outposts. Ja, später mache ich das, glaube ich, sogar noch, aber da kommt jetzt Infanterie, das hätte nicht funktioniert, glaube ich. Ja, und generell, ich weiß nicht, also ich rede jetzt viel über die Panzerkompanie, also ich bin neben der Calliope-Doktrin und der Pershing-Doktrin, weil die Pershing-Doktrin gegen Doppel-UKW eh so eine Sache ist,
finde ich die Panzerkompanie am stärksten, weil der M10 zum Beispiel gegen sowas wie den Königstiger oder den Jagdtiger einfach ultra geil ist, weil du dahinter fahren kannst und wenn du dann 2-3 verlierst, dann rechnet sich trotzdem noch. Ja, ich finde, also scheißegal welche Doktrin, aber alles ist besser als Airborne, finde ich. Also ich meine, die Pershing-Doktrin kann relativ nice sein, Calliope sowieso und Panzerkompanie auch, aber Airborne ist einfach beschissen, also weiß nicht. Was hat er denn gebracht bisher? Eine Pack hat er abgeworfen und jetzt hat er ja doch den Captain gebracht, also. Und der Lieutenant hat ihm auch nichts gebracht. Also der hat doch kein MG geholt oder sowas, oder? Nee, glaube nicht. Auf der Ja, rechten also Seite als steht ein die Doktrin Gardetrupp, so. overpowered war von den Amerikanern, da war die Airborne-Doktrin noch richtig geil. Aber jetzt ist ja der Luftangriff zwar noch stark, aber nicht mehr total OP. Deswegen. Rechts steht ein Gardetrupp 1 Millimeter vor meiner Mine. Ja, stimmt. Jetzt ist er Wirklich, jetzt reingelaufen. ist er rein. Was macht der Russe so? Der Russe hat jetzt T4 gebaut. Ja gut, das ist ja verständlich. Ja, da Will kommt halt halt dann Artillerie die drauf. Katjuscha bringen und die muss er auch bringen, weil der Ami ja keine Artillerie hat. Katjuscha ist jetzt auch nicht scheiße. Nee, Katjuscha Kann ist man auf jeden super. Fall spielen. Er baut aber ein T-34-76. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Vor allen Dingen, weil ich jetzt schon den P4 am Start habe. Der P4J, der ist ja mal viel stärker als der T-34-76. Ja, auch der normale P4 von der Wehrmacht gewinnt. Eigentlich gewinnt jeder Panzer gegen den T-34-76. Wollen ja in diesem Balance Mod ist der ja so günstig, dieser T-34-76. Der ist sogar noch ein bisschen schwächer, aber dafür so billig, dass du halt einfach davon 5 Stück bauen kannst. Nee, der ist nicht schwächer, Nicht? weil. Nee, der ist extrem stark gegen Infanterie, weil das Koaxial-MG da gebufft wurde. Ach, das haben sie schon wieder geändert. Ja, das haben sie sogar schon wieder ein bisschen abgeschwächt, weil das halt echt OP war. Der hat halt Infanterie geschnetzelt wie Hölle. Und zusätzlich kannst du mit dem ja auch noch ziemlich nice überfahren, weil er so schnell ist. Da war der halt gegen Infanterie echt böse. Ja, ich bin jetzt dann auch Sondereinsatz gegangen, einfach nur wegen der Aufklärung halt. Ich halt wissen wollte, was in der Mitte so steht. Ich wissen wollte, ob ich da reinfahren kann. Und die Antwort ist ja, da nichts steht außer ein T34. Kann man mal vorfühlen. Ich krieg ihn aber nicht down, denke ich, weil das Maxim mich pinnt. Auch im 2&2 gilt, Panzerangriffe ohne Infanterie-Support sind nur dann vertretbar, wenn ihr eine Unit rausnehmen wollt, die viel mehr kostet und schwer beschädigt ist als eure oder ihr vorher aufgeklärt habt. Ja, ich hatte ja auch meine Volks dabei, von daher. Ja, klar. Aber viele machen das ja auch, fahren mit dem Panzer rein und wundern sich, wenn so tot ist. Ja. Jetzt habe ich einmal auf seinen Fliegpunkt geschossen mit der Stuka und auch echt ganz schön viel gefickt dabei. Ja, vom Tech her halt so ziemlich Standard. Also ich habe halt T1 gebracht für das Heal und dazu halt das T2 wegen der Stuka. Das ist halt eine ganz nette Synergie. Zusätzlich habe ich halt, also du hast die Stuka, ich habe die Aufklärung. Idealerweise ist, wenn der die Stuka hat, auch die Aufklärung hat, aber das funktioniert so auch. Aber das haben wir auch schon ausprobiert, aber das T2, wenn man das spielt mit Stuka und Puma und so, dann hat man genau am Ende genug Sprit, um sich einen Jagdtiger zu kaufen. Und wenn man aber wenn man dann aber die Sondereinsatzdoktrin spielt, dann hat man zwar den Kommandopanzer, aber man kann nicht die volle Doktrin ausschöpfen. Ja. Weil wenn man T2 hat, dann hat man ja keine Infanterie. Also du hast jetzt ja jetzt schon die Möglichkeit, Obersoldaten zu bauen. Und Panzerfusiliere mit G43, die sind halt eh stark, da brauchen wir nicht mehr Obersoldaten. Ja, ich habe aber halt schon so viel Infanterie, das ist jetzt halt, das wäre glaube ich übertrieben gewesen, wenn ich jetzt noch weiter die
Ich Und meine, jetzt du auch noch kannst hier. Obersoldaten bringe. Ich denke, ich wollte wahrscheinlich jetzt noch einen P4 bringen. Aber ich muss sagen, jetzt die Alliierten, also wir casten es unter anderem deswegen, weil die streamen ja und haben dann sich im Stream erklären können, wie sie so verlieren haben, also wieso sie hier so Probleme hatten. Ja. Und aber man sieht halt wieder, der Russe setzt zwar die Katyusha gut ein und so, aber der Russe muss jetzt zusammen mit dem Amerikaner pushen auf links. Ja, ich glaube, das ist so auch der Fehler, Also ich meine, Doppel-OKW ist halt einfach schon echt stark. Das muss man halt wissen. Und deswegen, die müssen eigentlich zu zweit pushen, anders geht's nicht, weil in der Mitte steht jetzt hier mein etwas lamer Volksblob. Und da kommt der Russe halt alleine nicht durch. Das kann er vergessen. Außer, was natürlich möglich wäre. Er hätte aber eine andere Doktrin nehmen müssen, halt die Doktrin, wo er dann seine Conscripts mit PBSH aufrüsten kann. Das ist da tatsächlich böse. Damit würde er meine Volks tatsächlich auseinandernehmen. Aber so wie er das spielt, wird das halt nichts. Ich habe einen P4, 5 Volks und ein Infanteriegeschütz. Da kommt er nicht durch. So, der Amerikaner hat jetzt fast 200 Sprit. Und ich meine, wenn er Airborne ist, dann muss er ja auf den Jackson gehen. Und er bringt halt den, er bringt halt hier den, wie heißt der Kasper? Er bringt halt den Major nicht. Und das kann ich auch nicht verstehen. Doch, Weil der der Major ist Major. jetzt da, tatsächlich. Jetzt ist er da. Ja. Der hat sogar schon Wett, aus irgendeinem komischen Grund. Hä? Der hat doch gar nichts gemacht. Aber ich weiß nicht, wieso er jetzt nicht auf einen Jackson spart. Weil jetzt ist dein P4 da und der Jackson wäre halt der Hard-Counter gegen den P4. Ja, er denkt sich halt wahrscheinlich, dass weil der Russe halt schon T4 stehen hat. Ja, aber Nur. er muss Jackson spielen. Oh, jetzt kriege Ah, ich hier jetzt übel kommt die auf den Sack Katyusha von der dran. Katjuscha. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe instant retreated, da hat mir trotzdem ein Trupp gefuckt. Also Ja, da mir sieht man halt auch. auch, wie stark die Katjuscha immer noch ist. Die ist halt einfach gut. Also Ja, vor vor allem allen auf Dingen, er dem hat sie Blob. relativ nah an der Front. Schade, dass deine Stuka die nicht killen konnte. Ein bisschen unglücklich. Ja, das war nicht mehr von ihm. Generell ist es auch so, im 2v2 ist Artillerie viel wichtiger als im 1v1. Ja, das ist ja auch das Nervige, also als Wehrmacht auch. Weil man sich einfach irgendwann, wenn viel Artillerie da ist, gegen Briten ist das ja noch viel schlimmer, wenn dann Mörser da sind, Bofor, Landmatratze, da seine Einheiten am Leben zu halten, ist halt wirklich, wirklich schwierig. Und deswegen ist, finde ich, Wehrmacht auch so schwach momentan. Vor allem im 2 gegen 2. One-on-One sieht es auch nicht besser aus. Ich meine, Larvenest war nicht mehr in der Lage, gegen die Landmatratze zu gewinnen. Ja. Der Brite keine Scheiße baut. Ja, ich habe auch letztens im Livestream 2 gegen 2 von Lovness gesehen mit seinem Mate. Ja, der hat halt auch dann völlig entnervt nach, glaube ich, einer Viertelstunde, 20 Minuten gequittet, weil er halt einfach gegen die Emplacements mit diesem Emplacement Commander kannst du halt nichts machen. Aber auch Ja, also krass, im Großen und Ganzen haben wir das was im der Griff. Russe jetzt gemacht hat, eine Panzergranate zu werfen, wenn man sich sowieso zurückzieht, macht nur dann Sinn, wenn die Gegner zu wenig Repair haben. Das haben wir nicht, deswegen ist es halt verschwendete Munition. Ja, mir fehlt da so ein bisschen die klare Linie, was die denn machen wollen eigentlich. Also, weil der Russe, der bringt eine Katjuscha, er bringt einen Panzer. Ich finde halt, man sollte sich entscheiden. Also einer bringt Panzer und einer Artillerie und nicht beides. Zumindest nicht so früh. Der Puma hält sich tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Überrascht mich ein bisschen. Ja, der Puma hat aber nicht wirklich was gekillt, aber dafür gesorgt, dass er die ganze Zeit mit dem T34 nicht richtig reingehen kann und mit dem Black HT auch nicht reingehen kann. Jetzt hat der Amerikaner sich einen Jackson gebracht.
Mein Problem war ein bisschen, dass mir das Repair fehlt, weil ich meinen Pionier verloren hatte. Aber jetzt hier die Kombination Kommandopanzer und P4 ist halt auch ziemlich stark. Weil man wissen muss, dass der Kommandopanzer im Gegensatz zum Kommando P4 des Ostheers offensive Bonis gibt und keine defensiven. Ja. Ja, das ist ja im Prinzip das Einzige, was aus meiner Sicht noch einigermaßen spielbar ist als Wehrmacht. Also scheißegal, welche Doktrin, auf jeden Fall mit Kommando P4 drin halt. Weil das die einzige Chance ist, wie man irgendwie seine Einheiten am Leben halten kann. Ja, meine Volks sammeln langsam Wett und wenn die dann mal Wett 4, 5 sind, sind die halt. Also die machen nicht so riesig viel Schaden, aber die halten halt dann wirklich sehr, sehr viel aus und sind halt wirklich schwer zu killen dann auch. Und ich habe jetzt alle im Prinzip auf Wett 4 bis auf einen. Dann passt das halt auch. Ah, jetzt habe ich hier den Mörser gefunden. Was macht der Ami eigentlich so? Der kämpft weiter gegen mich, hat es geschafft, mir mein Püppchen abzunehmen, aber so im Großen und Ganzen, das Püppchen hilft ihm natürlich jetzt, aber andererseits hat er auch eine Pack, aber er hat halt jede Menge Infanterie und er kämpft Lustigerweise konnte ich ihm jetzt mit einem Volk seinen T-34 und seine Katjuscha bis in die Basis zurückdrängen. Der Ami gibt halt auch keine Bars aus und die Bars muss ich halt im Endeffekt ausgeben. Ja, der Ami nutzt die Stärke der US-Infanterie überhaupt nicht aus, finde ich. Er hat weder Nades, noch Bars, noch 1919er, nichts halt. Eigentlich brauchst du den 1919er nicht mehr. Die Bars tun es auch schon. Und wenn du Wett 3 Rifles hast, die sind halt echt nur noch durch Veteranenstufen Obersoldaten zu besiegen. Oder halt die Panzerfusiliere, wenn die dann also Wett 3 Rifle kann praktisch nur von einem Panzerfusilier ab Wett 4 besiegt werden oder einem Obersoldaten ab Wett 3. Ja. Sonst Ja, hast du keine Chance. ich habe jetzt auch wieder einen Volks verloren gegen die Katjuscha. Jetzt bringe ich aber dann Obersoldaten. Ja, vor allen Dingen, weil du ja Durchbruch spielst mit den Panzerfusilieren und die Panzerfusiliere auf Wett, die sind halt echt richtig, richtig böse. Jetzt macht er aber eigentlich, jetzt macht er echt was Cooles. Der hat das jetzt nicht optimal gemacht, aber das ist echt eine coole Synergie. Das ist mir während dem Spiel gar nicht aufgefallen. Der versucht mit seinem. Der versucht, meinen Panzer zu stunnen mit seiner Garde und setzt dann hier diesen Präzisionsangriff drauf. Und wie man sieht, der hat damit fast meinen Panzer gekillt, also fast gewonshottet. Das mit dem Pinnen durch die Gardetrupps, das hat nicht ganz geklappt. Ansonsten hätte er damit jetzt instant meinen Panzer rausgenommen. Also das ist eigentlich eine ganz coole Synergie, die ich so noch nie gesehen habe, muss ich zugeben. Hat jetzt halt die ISU gebracht, aber in dem Moment habe ich halt den Jagdtiger. Das Ja. Problem ist halt, dass der Jagdtiger im Panzerbattle die ISU auf jeden Fall schlägt. Und was Ja. ihm jetzt fehlt, im Endeffekt, ist eine flankierende Einheit, die Schaden macht. Und die einzige Einheit, die da in Frage kommt, wenn der Russe die ISU spielt, hat er keine T-34-85 und T-34-76 sind zu schwach, wären eigentlich M10 oder Jackson. Oh, jetzt verliere ich meinen Obersoldaten, oder? Ja. Keine Ahnung, wo ich da mit meinen Augen war. Wahrscheinlich bei uns in der Base, weil da die Artillerie unterwegs ist. Aber wenn ich das jetzt so sehe, was die machen, ich finde halt schon, dass das jetzt, also wo ich das jetzt so sehe, das macht schon Sinn. Also hier diese Raketen, der P-47 Raketentiefflug, also wie man sieht, der macht schon immer noch kranken Schaden, muss man sagen. Dazu hat er die ISU.
Fahrzeug markieren. Also wenn er da mit seiner Garde einen Panzer von uns gestunt bekommt. Warte, jetzt wichtig, er versucht seinen Panzer zu killen. Und was man wissen muss beim Jagdtiger ist, dass der eine Fähigkeit hat. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. APC, BCHI Geschoss oder so. Und dann kann man, wenn man das auslöst, schießt der Jagdtiger direkt noch eine Granate. Man hat keinen Reload mehr und kann halt direkt nochmal feuern. Und da war die ISU zu weit vorne. Und wenn diese Fähigkeit aktiv ist, macht man irgendwie noch mehr Schaden gegen Tank. Jetzt Ja. ist halt das nicht so down. Ja, ich habe meinen Kommandopanzer verloren, aber naja. Ja, die ISU, also hat sich das überhaupt nicht gerechnet, weil die ISU einfach viel teurer ist. Ich weiß gar nicht, was kosten die ISU? Ja, doch, die ist schon ordentlich Kostet teuer. 720, 260. Der Jagdtiger ist nochmal teurer und der Königstiger, ansonsten ist die teuerste Einheit im Spiel. Ja. Ja, ich hatte ja halt auch, ich habe ja relativ viele Ressourcen, von daher tut mir das jetzt nicht ganz so weh. Ja, klar macht das Sinn mit dem Zielflugangriff und so, aber trotzdem. Ich denke Ja, auch, der hat dass man das die halt. Tank-Doktrin und Bars besser gefahren wäre. Weil jetzt braucht er halt die ganze Munition für den Tieffliegerangriff und deswegen spart er sich das halt auch. Ich finde, wenn man das so macht, dann hätte er mehr Gardetrupps bringen müssen. Also, dass du halt auch wirklich ein Fahrzeug stunnen kannst und dann das Präzisionsbombardement drauf oder halt dann mit der ISU nachsetzen. Und wenn du halt nur einen Gardetrupp hast, der wird ja halt ruckzuck, wenn man den fokust, ist der halt auch ruckzuck down. Also, die Synergie finde ich cool, muss ich sagen, hier, wo ich das jetzt so sehe, nur da brauchst du mehr als einen Gardetrupp. Ich weiß nicht, ob der einen schon verloren hat oder ob er ihn wirklich nur einen gebracht hatte. Aber also der kann die Synergie, die er sich da vorstellt, momentan halt überhaupt nicht ausspielen. Das ist halt der Fehler. Ja, da sieht man wieder die immense Reichweite vom Jagdtiger. Das ist halt echt ein krankes Teil. Das ist einfach so. Ja, er schießt halt einfach über die komplette Karte. Das ist halt echt übel. Also wenn ich da irgendwo Aufklärung hinsetze, dann. Ja, wo du die ganze Zeit von Synergie redest. Die Aufklärung hat ja auch eine geile Synergie mit dem Jagdtiger. Ja, mit dem Jagdtiger und der Stuka. Weil der Jagdtiger hat halt so eine weite Range, der Gegner sieht gar nicht, woher der kommt, der Schuss. Das ist halt echt nicht leicht zu verteidigen auch. Und so wie ich das sehe, das ist auch noch ein kleiner Nachteil, den die Allies jetzt in dem Fall haben. Die haben keine Aufklärung. Naja, nur durch den Major. Ja, aber der Major steht ja immer beim Heal als Forward Retreat Point. Und ich glaube, der muss ihn schon an die Front ziehen, damit er aufklären kann, Ja, oder? klar. Ja, aber wo ich das jetzt so sehe, also ich bin definitiv der Meinung, einer von uns muss immer Sondereinsatz gehen. Die Aufklärung ist schon echt wichtig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal mindestens zwei Panzer rausgenommen, einfach nur weil wir Aufklärung hatten und der Jagdtiger seine Range ausspielen konnte. Die wichtige Ausnahme ist, wenn dein Gegner Doppel-DS spielt. Weil dann brauchst du nämlich die Luftwaffendoktrin, um das Early überleben zu können. Weil wenn die beide Rifles haben und dann auch noch beide vier Rifles plus Captain plus Lieutenant, da brauchst du die falschen Jäger, sonst überlebst du das nicht. Das ist die einzige Ausnahme. Hab mal wieder gesehen, wie stark der Panzer 4 ist, vor allen Dingen, wenn er, also der vom OKW, vor allen Dingen, wenn der wettert. Der hält halt auch, der besiegt halt einen Jackson. Ich konnte den jetzt leider nicht down kriegen, weil ich Nee, zurück musste. der Jagdtiger hat einen Schuss auf den Jackson abgefeuert. Echt? Ja. Okay. Sonst Ich hätte glaube er aber den. ehrlich gesagt trotzdem, dass der gewinnt. Auf Range natürlich nicht, aber. Nahkampf? Das kann sein, ja. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt drauf ankommen lassen, Dem aber. Amerikaner fällt halt Manpower. Jetzt macht er einen großen Fehler. Dem fällt Manpower, um mehr Jacksons zu bringen.
Und jetzt baut er einen Rifle. Und wenn ich Fallschirmjäger-Doc bin, dann muss ich auch Fallschirmjäger spielen. Weil die stärker sind als die Rifles. Ich halte das grundsätzlich für einen Fehler, was der da macht. Die Doktrinwahl ist einfach scheiße gewesen, denke ich. Stell dir mal Und der vor, hat der auch so regiert mit den unfassbar viel Rifles. Munition, mit der er absolut nichts anfangen kann, außer der halt der Raketentiefflug. Und dazu bräuchte er aber halt auch wieder Aufklärung. Also das ist nicht so ganz rund, was die da machen. Ja, Also vor was allem, der ich kann mir Stormless vorstellen, macht, finde ich ganz cool, muss ich sagen. wenn der Russe stunt mit den Gardetruppen, dann schießt die ISO ein, zweimal und dann kommen zwei M10s, da kannst du ja jeden Panzer rausnehmen. Genau, und Egal, wie dazu der hat er auch Angriff noch aussieht. dieses Präzisionsbombardement, das halt brutal stark ist. Das war mir gar nicht so klar. Das hat halt im Prinzip, das hat fast meinen Kommandopanzer gewone-hittet. Das, der Scheiß. Also, die haben sich definitiv was überlegt. Zumindest der Russe. Aber ich finde tatsächlich, also die Achillesferse in der Zusammensetzung ist tatsächlich, dass die keine Aufklärung haben. Das ist echt ein Nachteil. Er hat selbst Ami aber generell nicht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was der Russe bringen kann, wo Aufklärung dabei ist. Gibt's da überhaupt was? Ja, hat er ja keine ISO und keine Gardetruppen mehr. Ja, aber er muss da jetzt nicht krampfhaft das nehmen. Na Ja, gut, der ist halt. ich meine, der Ami hat ja massiv viel Munition. Er könnte halt einfach seinen Major ein bisschen nach vorne ziehen, dass der aufklärt. Das könnte er machen. Jetzt sieht man wieder, der Jagdtiger. Die Range ist Hier echt die KP-Granate, abartig. die kommt jetzt gleich. Das APBC, weiß ich nicht, Schießpistolengeschoss. Ja. Aber jetzt reagiert er auch noch. Weil den hätte er noch rausbekommen können. Ja, ich glaube, er. Ja, aber ich glaube, er reagiert auch deswegen nicht, weil er gar nicht sieht, woher der Schuss kommt. Da kriegst du dann einen Schuss mehr raus als üblich, weil der Gegner erstmal schauen muss, wo kommt die Scheiße überhaupt her. Ja, der Jagdsieger hat ja auch mehr Range als mein Bildschirm groß ist, wenn ich Ja, auf der Seite bin. genau. Also. Das ist schon übel. Wobei wir auch ein Spiel hatten davor, da haben die Gegner einfach, es war Doppel-Sowjet, das haben wir zwar auch gewonnen, aber die haben einfach, wir waren insgesamt 7 T-34 gebaut. Also der eine T-34 76 mit zwei SUs dahinter und Ja. der andere 4 T-34 85. Und dann nehmen sie den Jagdtiger auf jeden Fall raus, wenn du so viele Panzer hast. Weil was gegen Jagdtiger stark ist, sind viele Panzer, nicht große Panzer. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, also. Ich sag ja, M10. Ja, genau, also auf der Map, wenn der Jagdtiger da mit Aufklärung und so in der Mitte wütet, da wäre, denke ich, die einzige Möglichkeit, die sie haben, wirklich auf kleine, schnelle Tanks zu setzen und zu rushen. Weil so Das in wäre der perfekt für Jagdtiger. Zusammenstellung kriegen die den niemals down, weil die einfach nicht rankommen. Ja, und da die sich in der Mitte so aufreiben, habe ich halt hier extrem leichtes Spiel, hier meine rechte Seite zu halten. So im Großen und Ganzen. Aber er setzt den Angriffsflug auch relativ selten ein, weil ihm halt einfach die Aufklärung fehlt. Stimmt wirklich. Der Jetzt hat schiebe ich hier extrem mein viel Püppchen nach Munition. vorne. Ich war der festen Überzeugung, ich hätte das getarnt. Ich wollte das da hinstellen, um halt auch ein bisschen mir Sicht zu holen. Jetzt habe ich es getarnt. Aber der Ami hat es auch gar nicht geschnallt, glaube ich. Ja, meine Volks sind jetzt alle Wett 5 und dann sind die halt auch wirklich ziemlich schwer zu killen. Jetzt kommt wieder eine Katjuscha-Salve. Was man sich halt auch überlegen kann, wenn man diese ISO-Doktrin mit den Gardeschützen spielt, ob man nicht vielleicht zusammen auf eine Seite geht mit dem Amerikaner und dann T1 spielt als Russe und halt einfach echt Sniper bringt. Und dann noch einen Clown-Car dazu. Und Ja, die oder Amerikaner. einfach nur Sniper. Das ist ja auch so ein bisschen die Achillesferse von Doppel-UKW. Doppel-UKW, dass du halt nichts hast, um den gut gespielten Sniper wirklich killen zu können. Muss halt, wenn der wirklich gut gespielt ist, dann hast du nur Ja, eine die Chance, Nade den habe zu ich übersehen. erwischen. Aber man sieht's, Wett 5 Volksgrenadiere, eine Nade gefressen, mitten ins Gesicht, haben trotzdem überlebt.
Der P4 mittlerweile 26 Kills. Das Ding ist halt einfach echt stark, muss man sagen. Das hält viel aus, das ist gut gegen Tanks und gut gegen Infanterie. Bin ich wirklich ein Fan von dem Ding, muss ich sagen. Das macht nicht immer Sinn, aber. Naja, es ist zumindest nie verkehrt, einen zu haben. Oh, jetzt habe ich mir dann doch mal wieder einen Obersoldaten nachgeholt. Ja, also ich meine, der. Jetzt versucht der Russe wieder so ein bisschen auf meine Seite zu pushen, aber halt auch nur so halbherzig. Dadurch verliert er halt eine Pack in der Mitte. Was macht Freund Stuka eigentlich? Ach, du hast ja zwei. Habe ich gar nicht Ja, weil mitgekriegt. sie angefangen haben, Packs zu bauen. Ja. Weil der Russe angefangen hat, Sis ganz zu bauen und da hatte ich keinen Bock drauf und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du noch einen Stuka. Weil ich hätte das nochmal abgecheckt, wie viel Anti-Tank wir haben. Dann habe ich gesehen, das sollte reichen. Ja, dieser P47-Angriff, das ist schon echt massiv nervig. Also das ist tatsächlich, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum er das gemacht, warum er die Doktrin genommen hat. Weil das hält halt ja auch relativ lang an, diese Geschichte. Ja, Stuka Wett 4, 40 Kills. Da muss ich auch sagen, ich habe tatsächlich, glaube ich, wir hatten auch noch nie ein Spiel, wo sich die Stuka nicht gelohnt hätte. Definitiv. Ja. Der Russe jetzt zwei Katjuschas. Ja, die Katjuscha steht dem Ganzen aber nichts nach. Auch 36 Kills mittlerweile. Blöderweise muss da immer eigentlich fast nur ich drunter leiden. Quatsch, das liegt daran, dass ich den immer ausgewichen Ja, klar. Das hat nur Skillgründe. Nee, bin. aber dadurch, dass meine Trupps alle Wett 5 sind, fügt er mir zwar Schaden zu, aber er killt nichts mehr. So großartig. Von daher ist das auch halb so schlimm. Jetzt habe ich wieder einen MG mit der Stuka zerstört. Ja. Ja, die Kombination ist halt einfach relativ stark. Wir haben halt schwere Tanks, leichte Tanks und Artillerie und ziemlich starke Inf. Also, das ist schon nicht so schlecht, die Zusammenstellung. Auch mein P4 hat. Der Ami hat jetzt den Obersoldaten rausgenommen, aber gut für ihn, jetzt hat der Wett 5 Panzerfüße hier auch noch ein MG34. Aber jetzt hat es bei mir wieder einen. Jetzt erwischt es bei mir wieder. Wo bin ich denn da mit meinen Augen? Ach so, ich bin oben bei einem Panzerangriff und in der Mitte habe ich zwei Trupps verloren. Ah, natürlich nur so mittelcool. Jetzt geht ein P4 down. Oder ist das meiner? Das Das weiß ist ich nicht. deiner. Fail. Ja, ich war auch mit den Augen oben im Panzergefecht. Jetzt kommt die nächste Isu. Ja, das sieht man jetzt hier im Replay nicht so gut, aber ich habe halt hier immer ständig irgendwo Aufklärung hingesetzt. Und ja, jetzt sollte ich mal meinen Kommandopanzer mal wieder zurückziehen. Die hat ja so Atomgeschosse. Betonbrechende Granaten je 530 penetriert jedes Ziel. Ja, aber der Micro das ist jetzt schlecht. Er dreht sich da so ein bisschen blöd im Kreis. Ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht, dass die da steht. Ansonsten
Ja, jetzt fährt aber die ISO auch wieder ungedeckt allein nach vorne. Das ist halt auch. Da ist halt nur eine Pack. Ja, die total low ist. Ich meine. Aber wir haben halt eine Pack, ein Püppchen, ein Panther und den Jagdtiger. Und er versucht den Jagdtiger auszuschalten. Der Jagdtiger macht jetzt wieder seine Sprenggranaten an und zack, Feierabend. Ah, in dem Fall war das mein Kommandopanther. Hat dadurch wettbekommen. Konnte aber nicht lang davon sich nicht lang drüber freuen, weil der Wett 3 auch noch den Jackson, jetzt haben sie eigentlich keinen Antrieb mehr. Ja, ich habe im Prinzip jedes Mal meinen Kommandopanzer gegen eine ISO getauscht. Das ist nicht ideal, aber es rechnet sich. Ja. Im Großen und Ganzen denke ich, dass der Sieg nie so wirklich in Gefahr war. Ich finde aber jetzt, wo ich das gesehen habe, also was der Russe gemacht hat, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Könnten wir eigentlich auch übernehmen, da müsste ich nur Amerikaner mit Panzerdoktrin und einem fetten Barblob spielen. Also so 4, 5 Barrow. Ja. Aber hier so Gardetruppen, dann damit halt ein Fahrzeug stunnen, dann das Bombardement drauf oder aber halt mit der ISO nachsetzen. Das finde ich eigentlich echt eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Dazu hat er ja auch noch Fahrzeug markieren. Also da hast du halt wirklich. Wenn du Fahrzeug markieren, dann auf einen Heavy Tank setzt, dazu ist er gestunt von den Gardeschützen und dann noch das Bombardement drauf, dann ist das halt, ist der Instant Down. Also das gefällt mir tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Was der Ami gemacht hat, fand ich halt scheiße einfach. Makromäßig ging es sogar, aber es war makromäßig halt totale Scheiße. Also den Lieutenant Tag, den hat ihm gar nichts gebracht, finde ich. Klar, der P-47 Raketenangriff, der ist nervig, definitiv. Vor allem auch deswegen, weil der auch Schaden gegen Infanterie macht. Das ist echt irgendwie ein bisschen fail im Design, finde ich. Aber alles andere aus der Doktrin hat er nicht gebraucht. Die Pack braucht er nicht. MG hat er keins gebracht. Ja, also ich finde, der Ami hat's verkackt, der Kollege Fahu. Das war einfach nicht so, das hat nicht so gut zusammengepasst mit seinem Mate. Ich denke, das war der Grund, warum sie verloren haben. Er hat auch die Stärke seiner Infanterie nicht ausgespielt. Die US-Infanterie ist halt einfach mega stark, wenn die mal Wett 3 sind und Bar haben oder die 1919er. Das hat er überhaupt nicht ausgespielt. Nates hat er auch nicht getaggt. Ja doch, Nates hat er getaggt tatsächlich, sehe ich gerade. Ja, Nates hat er getaggt, aber. Ja. Und wenn du eine ISU hast, brauchst du halt auch Aufklärung dafür. Das hatten die auch nicht, weil er den Major einfach nur als Forward Retreat Point benutzt hat. Ich denke, das war der Fehler. Wir hatten halt einfach wirklich einen Vorteil gegen die Tanks durch die Aufklärung. Dadurch konnte er mit seiner ISU eigentlich gar nichts machen. Das denke ich. Waren so die Gründe, warum die verloren haben. Aber auf jeden Fall wieder was gelernt. Also das, was der Stormless da gemacht hat, das gefällt mir echt. Das muss ich mal im Hinterkopf behalten. Ja, definitiv. Das sollten wir mal als Allianz überlegen, weil Britte spielen ist halt ganz schön lame Scheiße. Ja, es ist halt stark, aber es ist halt lame, wie du richtig sagst. Ich finde, das harmoniert auch ganz gut mit Snipern. Also T1 Start. Dazu Sniper, dann später die Garde. Finde ich ganz cool. Man muss halt irgendwann dann T2 nachtacken, wenn man Amerikaner spielt, um die SIS ganz zu bringen. Ja, wobei, der Amerikaner, als Amerikaner kannst du ja auch 4 Rifles Captain gehen. Dann ja, vielleicht eine. Halt so ja, nur so, um das Midgame zu überbrücken gegen leichtere Fahrzeuge. Da ist die Ami-Pack schon auch in Ordnung. Das passt schon. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, ich denke, wir haben alles gesagt. War ein ganz nettes Spielchen. Gelernt haben wir auch was vom Kollegen Stormless. Dann würde ich sagen, können wir den Cast damit auch schließen. Ja, bedanke mich bei den Zuschauern wie immer für die Aufmerksamkeit. Wünsche viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.